Servus Leute, neuer Tag, neues Video. Ist jetzt der falsche Anfang, denn die Stimme, die ihr hier hört, ist ja natürlich nicht so oft zu hören am Gemeinschaftskanal. Freut mich trotzdem, hier sein zu dürfen. Und ich bin nicht alleine, der gute MFD ist sich nämlich viel zu faul, um das Ganze hier alleine zu casten. Es ist nämlich noch die gute Meloncola mit mir da mit dabei. Servus Leute. Und wenn ihr uns beide im Call habt und dann auch seht, wer da gegeneinander spielt, dann müssen bei euch schon alle Warnblinken angehen. Das wird natürlich ranziger am ranzigsten und nur die totale Ranze. Wir freuen uns alle gemein schon und wir werden uns bemühen. Ich werde versuchen, Melo so gut es geht auszustechen beim Leuteflamen, damit das hier auch unterhaltsam wird. Gute Challenge für dich. Ich bin mein Cast bekannt dafür, alle wegzubeleidigen, von daher. Wird definitiv eine Challenge. Aber ganz kurz zur Erklärung, bevor wir jetzt hier schon mit dem Schimpfen anfangen, bevor ihr überhaupt wisst, worum es hier geht. Wir haben ein Game oder mehrere Games zwischen FUNF und Gaius Julius Megas im Rahmen eines recht interessanten, nicht Liga, aber Teamkonzepts, das bei den Sunbrows gerade stattfindet. Wenn du da ein bisschen noch dazu schwafeln könntest, Melo, wäre ich dir sehr verbunden. Ja, na klar. Also die Sunbrows haben auf ihrem Discord jetzt ein neues Tournament am Laufen, nämlich ein Team-Tournament. Aber wie ihr seht, kein 2v2, 3v3 oder sonstiges, sondern ein 1v1-Team-Tournament, wo vier Captains und Coaches ihr Team vorher zusammendraften aus Spielern, die sich angemeldet haben, die eine Maximal-Elo von 1600 Elo haben. Also wir sind hier so im, ich würde mal sagen, Mid-Elo-Bereich, etwas erhöhteren Elo-Bereich, nennt's wie ihr es wollt. Und ja, jeder draftet da seine vier Spieler, sind es, glaube ich, und dann treten die der Woche gegeneinander an und spielen eine Playoff-Free-Series, also alle drei Games werden gespielt, egal ob ihr mal 2-0 führt oder nicht. Und es gibt ein Civ-Reset, wenn du mit der Civ nicht gewinnst. Also wenn du jetzt zum Beispiel 5 Mexiko spielt und verliert, darf er im nächsten Game wieder Mexiko spielen. So, vom Prinzip her. Also ist eigentlich recht simpel und wir haben mit 5 und Megas zwei deutsche Spieler dabei. Beziehungsweise einen Österreicher und einen deutschen Spieler. Ich will hier keine Feinde machen. Die Beleidigung ist gehört, die wird nicht vergessen. Und da das auch gute Orga-Kollegen von uns sind, habe ich natürlich richtig Bock gehabt auf die Series. Dass wir direkt in der ersten Woche das Matchup sehen, ist natürlich richtig geil. Ja. Nochmal zu den Teams. FUNF spielt für das Team Minuteman Rush. Da ist der Coach Batuan. Kennt man vielleicht auch. Ich glaube auch so im 1700 Elo-Bereich unterwegs. Ja, läuft derzeit unter dem Namen Epstein Island SKP. Oh, ja, noch schlimmer. Ja, war schon davor der syrische Kriegsflüchtling und was nicht. Also, ja, da will ich jetzt keinen Kommentar zu unbedingt da lassen. Und Gaius? Anti-Dax-Quad? Nochmal wiederholen bitte, für den? Anti-Dax-Quad. Alles klar. Da ist sicher Ducktator, also wahrscheinlich Roblin. Nein. Mit dabei. Das ist nicht. Das war Donner, der Coach. Ja, dann. Also, wenn ich es mir aussuchen müsste, ich wüsste, in welches Team ich rein wollen würde, aber wie gesagt, ich will da nicht zu viel kommentieren. Ich gehe auf jeden Fall mit dir, vor allem, weil Madonna für mich der klappeste Spieler ist, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt hast du gesagt, was ich nicht sagen wollte. Passt genauso, fängt der Cast an. Ideal, wir verschwafeln es eh schon die ersten 3 Minuten. Lasst uns mit dem ersten Geranze hier starten, denn das Matchup ist schon mal witzig. Also ich als Haude-Spieler finde es witzig, Gaius als Schweden-Spieler sicher nicht. Wir werden aber deshalb, weil ich Haude-Spieler bin, auch ganz, ganz, ganz genau Auge machen auf die Build-Order von FUNF und ihn so wegkritisieren, dass er sich danach nie wieder trauen wird, auch nur irgendein Age of Empire-Reihentitel anzufassen. Ja, das klingt doch vernünftig. Bist du bereit, Melo? Ich bin sowas von bereit, ich war noch nie so bereit. Wunderbar, dann hüpfe ich mal schnell auf den Gameplay-Bereich über und wir sehen uns gleich wieder im Game. So, dann stellen wir das Ganze mal gemütlich um. Und 1, 2, 3, los geht's. Ja, erste Karte, das haben wir ja verschwiegen, ist Great Plains und die Karte ist witzig spritzig. Anders kann man es gar nicht nennen eigentlich, weil man hat da auch fast alles. Man hat eine geteilte Handelsroute, die kann man also außer unter sehr seltsamen Umständen nicht komplett nehmen. Man hat einen Haufen an indigenen Siedlungen, also gerade Cheyenne und ich glaube Comanchen sind auch klassisch. Apachen, entschuldigt bitte. Jede Menge Bisons auf der Karte. Gleichzeitig aber auch ein bisschen wild verteilt die Ressourcen. Man hat zwei Inbase Coin Mines, von dem her verstehe ich sofort den Schweden-Pick von Megas auf der Karte. Ist auch witzig, weil das ist übrigens meine Original-Megas-Map. Nicht in dem Matchup, aber ich habe da auch
Das war im ersten Begegnung, mein erstes Ligaspiel für die Liga in der ersten Saison gegen Megas auf der Karte. Er mit Schweden, nicht mit Lakota. Aber da jetzt genug zu. Schauen wir mal, was die beiden hier so verzapfen. Ja. Matchup-technisch hast du vielleicht schon angeschnitten. Also ich finde das Matchup auch ganz klar Haude favored. Ja. In jedem Bereich. Ich finde, es ist besser für Haude. Aber Haude muss halt vernünftig Druck machen, ohne die eigene Eco komplett wegzuschlachten. Also es gibt ja auch diesen alten Haude-Rush, nenne ich jetzt mal alt einfach, weil er ein bisschen überholt ist mittlerweile, den Easy uns beigebracht hat, wenn ihr euch erinnert, gab es hier mal ein Video zu. Man pflanzt für 6 und Wood einfach Häuser, Häuser, Häuser und für das restliche Holz ballert man Tomahawk, schickt sich Kavallerie und hat dann bei 6 Minuten 15 Musketiere und 4 Reiter, was ein super Timing ist auf niedrigerer Elo. Aber nicht unbedingt großartig, weil es halt wirtschaftlich echt für den Arsch ist. Was ich jetzt aber schon mal direkt interessant finde, ist, dass 560 seinen Wagen behält am Anfang. Also den Travoy baut er nicht auf. Normalerweise willst du ja ein Haus mit einem Travoy bauen. Ja. Aber ich habe mittlerweile auch bei dir schon öfter gesehen, dass es tatsächlich öfter mal vorkommt, dass man den nicht direkt im ersten aufbaut. Ja, ich habe es glaube ich nie in einem Ligaspiel so gespielt, aber es ist definitiv eine Build-Order, die von Ungurs popularisiert wurde, zumindest in den größeren oder in den letzten Turnieren, soweit ich mich erinnere. Der Gedanke dabei ist, er vergisst den nicht komplett, sondern man aged möglichst mit 14 Dorfbewohnern dadurch, dass man kein Holz, also nur 25 holen muss für ein Haus, kommt ein bisschen früher hoch und hat dann aber einen Travoy, der im zweiten sehr wohl ein Militärgebäude bauen kann, hat dann sofort einen Stall und eine Kriegshütte vorne und kann damit dann recht viel anfangen. Also das ist schon, man startet meistens dann mit 600 Holz, ballert davon Einheiten durch. Und dann hat man ein größeres Kavallerie-Timing, was gegen Schweden am Anfang, so verquer es klingt, durchaus gut sein kann, weil Schweden ja oft Probleme hat mit Kavallerie, solange sie noch nicht eine Carolina-Masse haben. Da ist jetzt wirklich einfach ein Dorfzerstörer drin. Ich halte es nicht aus. Dieser Schweinehund, ey. Ja, ich sehe es. Das Deck ist auch echt vogelwild von vorne bis hinten. Da ist ich so weiß viel nicht. Müll und Scheiße drin. Da ist keine einzige Ressourcenkarte drin, also keine von den Haude-Ressourcenkarten, da ist nur einmal 600 Coin drin. Das ist giftig, Will, das ist wirklich, wirklich spannend hier. Mal schauen, was Gaius auf der anderen Seite mit hat. Ruina Imperia, okay, alles klar ja, soweit. Ich meine, die sieben Wittelsbacher sind ja, was dieses Matchup ein bisschen geebnet hat in den letzten Patches, meiner Meinung nach. Aber es ändert nichts daran, dass Haude halt ein wunderbares Timing hat, dem Schweden kaum hinterherkommt. Und allein, also der Schwede will sich das ja eigentlich nicht schicken. Ja. Das ist immer so das Thema. Absolut. Ich würde aber auch, ganz ehrlich, ich würde in dem Matchup, glaube ich, wirklich einfach fürs Fast Age gehen und rotzefrech Vollgas aufs Maul in dem Matchup. Ja, aber Funf entscheidet sich hier für einen ganz anderen Ansatz. Holt sich zwar gerade im Süden einen Holzschatz mit 85 Holz, das ist recht lecker. Aber es sieht derweil so aus, als würde er an der Front hier basteln. Und als würde er ein langsames Edge-Up für die Ressourcen nehmen. Mache ich genau so, den Bild spiele ich auch so in manchen Matchups, aber gegen Schweden, ich möchte dem Schweden eigentlich gar nicht die Zeit geben. Und mit Kavallerie kann man am Anfang schon einfach die paar Minen außerhalb von der Basis recht gut niederreiten. Da wird der Verwoll gerade angegangen von Vegas. Das hat man halt davon, wenn man das Ding vorne stehen lässt. Und da ist auch schon der erste Tomahawk und ein Verräter dazu, ein Haut in das Schone Tomahawk. Ich lach mich schlapp, ey. Wunderbar. Ja, aber er kriegt so hoch. Ja, ja, das schon. Also das wäre wirklich hart gewesen, wenn das nicht hochgegangen wäre. Wir brauchen aber da definitiv bald mal Unterstützung. Und der zweite Travoy soll auch nach vorne geeiert werden. Die Scouting-Party... Was der zweite Travoy macht, vielleicht macht er ja auch was völlig anderes, womit wir gar nicht rechnen. Er baut ein Haus. Und du willst mich verarschen. Er baut ein Haus. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Der Bild ist an sich... Also das ist das unehrliche Hasskind, das eigentlich nur für Alimente gezeugt wurde in dem Szenario, das, der Bild, der hier entstanden ist aus dem normalen Fast-Age-Bild und aus dem, was eigentlich Ungers manchmal spielt mit dem extra Kaff-Start, das ist wild anzusehen. Ich bin entsetzt. Ja, aber sowas von. Aber gut, wir haben Einheiten draußen, wir haben jetzt gleich 10 Musketiere, das Timing wird immer noch genau gleich sein. Jo. Aber das heißt nicht, dass ich es deshalb besser finde, ich sag's nicht, wie es ist. Was macht Megas auf der anderen Seite? Der holt sich den Schatz 30%, super, nicht für ihn, aber dafür, dass der Gegner den nicht hat. Und Megas hat einen Turm mit Wall davor. Das haben wir vor kurzem ja bei Optik gegen Luktom gesehen, wie mächtig das sein kann. Aber vor allem... Ja, ich
Ich finde aber, er hätte Tower ein bisschen weiter hinten setzen können, um die Herde zu protecten, auf jeden Fall. Ja, ja, sehe ich. Die sind jetzt exposed, die sind auf jeden Fall exposed jetzt. Aber ja. Das Gute ist, ich meine, das Ding ist, er hat halt rechts unten die Herde, die er irgendwann ranhören müsste wahrscheinlich. Er ist jetzt da so ein bisschen offen nach unten, aber dafür hat er halt links oben das Zeug relativ gut zwischen der Kaserne und dem Markt. Ich finde es jetzt nur, ich finde das voll in Ordnung so. Okay, es ist okay, ja, aber ich bin Perfektionist. Das ist dann natürlich wieder so eine Sache. Da kommt jetzt der erste Kampf und das ist genau, was ich gemeint habe. Der Kampf, der geht ganz sicher nicht gut für die Carolina aus, weil die im Nahkampf echt arschschlecht sind gegen Kavallerie. Die haben natürlich keine Multiplikatoren. Ja, muss halt seine ganzen Wills wieder reinziehen. Oh nein, die Torfägen! Die Torfägen sind rein. Kriegt er die down? Einen ja, wahrscheinlich. Natürlich kriegt er die down. Na, na, Notfall-Torps werden, ja, ja, ja. Zwei. Ja, zwei Stück, das ist ein halbes Schiff mit, was gerade negiert wurde. Ja, ich meine, er hat immer noch die HP-Vorteile, er hat die Sammelratenvorteile, also die Sammelvorteile. Die Dinger können ja jetzt Ressourcenkisten aufsammeln, aber ich bin grundsätzlich voll bei dir. Das ist nicht der Start, den sich hier der Schwede wünscht. Nee, vor allem, weil die Tops da noch eingerissen werden, weil der Tower wieder nicht gut steht. Ah ja, gut, jetzt werde ich mal meine Aussage von vor wohl zurücknehmen müssen. Du hast vollkommen recht, was für ein furchtbarer Turm. Nee. So schlimm ist es auch nicht, aber das Ding ist halt klar. Genau das sollte der Turm ja eigentlich verhindern, dass man das hier straffrei belagern kann. Da ist er wirklich nicht ganz ideal gesetzt, zumindest für die Torps. Jetzt kommen halt die zwei Lederkanonen, die halt jetzt im Endeffekt nichts mehr wirklich machen können. Ja, zu spät. Erstens kommen sie zu spät, zweitens, was ich fast wichtiger finde, das ist halt keine Carolina-Masse davor da. Die Sammelrate auf Nahrung ist auch nur auf normalem Niveau, keine Stahlfallen, ne. Weiß ich nicht. Also die Lederkanonen machen in der Situation gar nichts. Fünf schickt sich den Town Destroyer. Er schickt sich nicht wirklich den Town Destroyer. Er schickt sich den Town Destroyer. Ich falle hier vom Glauben ab, wenn ich mir das anschaue. Nee, also. Ich mag das hier alles nicht mehr. Es ist das erste Spiel wohlgemerkt. Kann ich mehr. Ich halte das nicht mehr aus, wie ein berühmter Österreicher mal gesagt hat. Normaler Mensch würde jetzt Ressourcen schicken, würde einfach weiter messen und würde einfach das Blut forcen. Ja, oder halt sogar die fünf Villager. Ich meine, du hast ja gar nicht so schlecht Schaden gemacht. Du hast den Gegner ein bisschen geforst. Du müsstest aber ein bisschen proaktiver sein hier und die Masse von Megas klein halten. Und was schon gut ist, was fünf gut macht in dem Sinne, er hat die Mine unten abkontrolliert und er hat Megas eigentlich recht effizient davon abgehalten, hier irgendwo weit rauszutorpen. Wir haben jetzt vom Schweden vier Tops, oder? Sehe ich irgendwas nicht. Ja, das ist fast gar nichts. Das ist eigentlich also wirklich eine schwierige Situation. Die Welle reißen hier definitiv ein bisschen raus. Aber jetzt kommt halt von rechts der Push. Und wie er den defenden will, das schaue ich mir an. Mit Minuteman-Timing und allem zusammen, Turm und das Ganze könnte funktionieren, aber da muss, wenn Fünf halt hergeht und diese verdammten Orgels, sag ich schon. Ja, ich meine, dann bist du einfach die Leather-Cannons Brute-Forcen. Macht ja. Er auch jetzt. Ja, aber halt, ohne nah ranzulaufen. Er müsste eigentlich weiter reinlaufen, weil du siehst, die Tomahawks laufen gerade nur rum. Er müsste einfach einen Schritt weiter reingehen, damit die nicht an den TC gerade dran denken. Das ist gerade. Ja. Und das nächste Problem, der fistet, wie sein Kundschafter ja historisch akkurat heißt. Ja. Der hat jetzt von seinem großen Belagerungsschaden ja auch nichts, weil der gleich hier niedergefokust wurde. Ja, der Micro den Fight auch gerade gar nicht. Also, der Micro keine Einheiten raus, greift gerade alle irgendwo an. Also, da hat er alles falsch gemacht, gerade was er falsch machen kann. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey Leute, so gemein seid ihr, wieso seid ihr so gemein? Ist ja eine Frechheit. Ihr könnt doch nicht die armen Leute da so niedermachen. Das sind unsere Orga-Kollegen. Hunf hat mich schon mit seinen Mexikanern komplett aus dem Leben genommen mit einer meiner Manziffs. Ich darf mir hier alles erlauben, weil der genau weiß, dass ich da meinen vollen Respekt vor habe. Aber... Ich habe noch keiner von denen fertig gemacht, deswegen darf ich ja alles sagen. Ja, Melod ist sowieso, die ist vogelfrei. Du darfst... das ist man ja gewohnt. Wenn es ein Melo-Cast wird, dann wird es ein Verriss, das wissen wir ja schon mittlerweile. Ja, aber... Schweden hat sich hier tatsächlich am Leben gehalten. Mir ist nicht ganz klar, wie und wie lang und was da genau passiert ist, aber... Die Haudes sind einfach blindlings reingelaufen und da ist nichts bei rumgekommen. Immerhin jetzt die Siedler hinterbei, das heißt, ein bisschen wirtschaftlicher geht's doch. Siedlervorteil mit den 5 auf jeden Fall beim Haudenosaurus-Spieler bei 21 zu 31. Da reißen ihn die Tops erstmal nicht raus. Was ihn vielleicht rausreißt, sind halt, dass man mehr Ressourcenkisten bei hat. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. 700 wurden zu 700 Coin, gleichen das schon wieder relativ aus eigentlich, weil 5 diese Option dann einfach nicht hat. Ja. Megas muss jetzt aber aus der Basis raus. Es gibt keine Möglichkeit, hier einfach rumzustehen und nicht Torp zu boomen, weil es zumindest nicht mal zu versuchen. Weil ein toter Siedler, wenn man dafür zwei, drei Tops mehr rausbekommt, irgendwo quer über die Karte, wäre schon viel wert. Ich bin sehr gespannt, was er den Coin machen will, weil ich finde, Schweden hat jetzt, wenn er jetzt, er hat keinen Stall gebaut, hätte er einen Stall gebaut, hätte er das Coin ausgeben können, aber irgendwie ja. Hat er es jetzt nur in der Bank.
Das stimmt, da bin ich ganz bei dir. Was auch so eine Sache ist, die Armeekomposition für den Haudespieler hier ist ja schon ein bisschen schwierig. Klingt jetzt seltsam. Ah, schaut dir das an. Funf patrouilliert hier runter auf die Silbermine. Gute Arbeit, meiner Meinung nach. Das macht das schon schön. Aber was ich sagen wollte, ist, die Tomahawks sind jetzt langsam sicher, so dumm es klingt, die bessere Option gegen die Carolina als die Aenas, die sie zwar eigentlich wegkontern würden, aber sobald die Artillerie-Dinger hier draußen sind, sobald wir mehr Lederkanonen sehen, wird es immer schwieriger für Aenas in dem Fight. Und wenn du irgendwann nur eine Aena-Masse hast, dann muss nur ein böser Carolina-Charge da reinkommen und dann ist auch Schicht im Schacht mit den Kollegen. War der Will geht drauf an der Wall? Ja. Oder? 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 Oh Gott! Oh Gott! Ja, danke. Tja. Das wäre jetzt sehr unlucky gewesen. Ja, ja. Er muss es einfach jetzt containen. Er muss einfach gucken, dass er die Map behält. Megas hat nur noch eine Herde in-Base, der kann nicht torpen gerade. Nee, er hat aber dafür halt eine Bison-Herde, vergiss das nicht. Also das ist schon einiges, was da noch an Nahrung in der Nähe vom TC ist. Und er hat gerade den Cheyenne-Posten. Das heißt, er könnte sich theoretisch noch eine Herde holen. Das ist super und das finde ich auch vollkommen richtig, weil es ist ja nicht nur die Cheyenne, sondern auch die HP, die er da mitkriegt. Und die Cheyenne vom Einheitentyp her sind auch recht witzig. Hm. Ja. Wer schickt jetzt die Wittelsbach-Allies? Finde ich gut, dann muss sie halt dann auch nutzen, um auszubrechen. Das ist, ja. Einheiten schicken, nur dass man sie hat, das ist in den allerwenigsten Fällen gut. Das ist jetzt ein Timing, das er auch dann durchziehen muss. Vor allem 23 Siedler zu 36 ist nicht gesund. Der Haudespieler baut nämlich Wills der Schwede nicht. Und jetzt schauen wir uns an, wie das geht. Wird jetzt hier der Wall eingerissen oder ein Notfalltor gebaut? Das Pathing sieht spannend aus. Das Timing könnte gut sein, weil 5 schickt sich gerade Coin, baut einen Tribal Marketplace, das heißt, er wird wahrscheinlich gerade gleich versuchen zu agen. Ja. Und die Einheit ist in Komposition. Wir haben ziemlich gleiche Masse. Und Megas hat. Wir haben gleiche Masse, aber Megas hat einfach die besseren Einheiten und die bessere Komposition. Auf jeden Fall, ja. Und der Chief liegt ja auch noch immer in der Basis von Megas. Das ist also super für Megas, wenn er genau jetzt pusht. Der Haudespieler zieht sich ein bisschen raus. Es wird aber doch jetzt knackig. Was ich gern von Megas sehen würde, ist, dass er versucht, die Mountain Trooper einfach am Leben zu halten. So auf maximale Reichweite halten, die Kollegen Beförderungen sammeln lassen. Das fände ich richtig gut. Der Einheit richtig geil. Also immer wenn du die Natives aus der Map hast, gehe ich auch immer auf die Natives eigentlich. Verstehe ich, ja. Oh, genial. Wer sich nicht ganz auskennt, die Kollegen werden befördert, haben eh schon gute Werte und gute Reichweite für eine H2-Einheit. Aber Reichweite wird abgegradet und ich glaube der Schaden? Der Schaden, ja. Ja, was schon ziemlich massiv ist, weil die kommen dann so... Nee, Schaden, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Attack Speed. Ah, Attack Speed, ja dann. Also aber noch schlimmer eigentlich. Noch schlimmer, ja. Bei der Einheit, die werden dann langsam wirklich stark. Und gerade gegen jemanden, der ja keine Einheit mit großer Reichweite im zweiten hat und auch eine Einheit mit der schlechteren Anlegeanimation, ist sowas halt absolut tödlich. Ja, Edge-Up kommt jetzt bei 5. Tatsächlich. Ich bin übrigens bei 13,32 Grad, dass wir die Zeit auf gleich halten. Bei 13,36. Alles klar, wunderbar. Finde ich super interessant, dass er nicht sich überlegt hat, auf den TP zu gehen, weil jetzt wird er halt mit dem Fast Edge-Up ankommen und nichts haben. So böse das klingt. Ich finde es übrigens sehr interessant, wo Funf gerade sammelt. Der sammelt oben an diesen einen Native TP, wo Megas eigentlich auf Dauer vielleicht auch expanden wollen würde. Und haut da eigentlich die Herde weg auf Dauer. Ja, macht sich natürlich auch offen für Raids oder für Angriffe in der Situation. Ja, da sieht Funf gerade übrigens auch die ankommende Schwedenmasse und haut sofort ab hier mit dem. Baut das Haus oder das. Die kriegst du doch gar nicht fertig. Der Travoy muss aber überleben. Ja. Das wird sonst giftig. Mit einem Big Button könnte man hier tatsächlich viel richten. Aber wir sehen das Problem: Funf hat keinen TP und deswegen hat er einfach kein Tempo und hat kein Chip mit frei. Ja. Ja, das ist so eine Sache, Tobi hat es auch schon immer gesagt, wenn ihr schnell ins nächste Zeitalter geht, dann nur, wenn ihr da auch ziemlich sicher sofort oder fast sofort eine Schiffsladung frei habt. Alles andere ist halt schwierig. Oh, und der Fight ist doch böse für 5. Oh, der Pop! Oh, das ist jetzt groß, wenn er da im Nahkampf gehen könnte. Die Kinder werden auch noch reingepoppt und die Lederkanone swipe, das macht er gerade richtig gut. Ich nehme vieles von dem zurück, was ich gesagt habe. Das Einzige, was mir darin nicht gefällt, ist, dass, glaube ich, doch einige Wills da draufgegangen sind. Oh, oben kommt der Raid an den Wills. Megas hat die Wills oben gespottet. Schön. Wir sind bei 35 Wills gestartet am Start des Raids. Ich bleibe auf dem Hauptfeld beim TC. Aber da geht weiter. Weite Armee drauf, 32 Wills und währenddessen wird auch die Hauptschwedenarmee gecatcht. Also es ist so, I guess, irgendwie eben der Kampf gerade. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das tatsächlich etwas besser für Funf ist. Weil er hat jetzt ja, Shipments. Doch. Er hat gleich die Elite Tomahawks und die traden dann extrem gut gegen die Carolina. Ah, aber keine Elite Tomahawks, das ist das falsche Upgrade in der Situation. Das klingt jetzt dämlich, aber man hätte da, finde ich, als das Haus, ich weiß nicht, er hatte Kriegshütte ja in Base jetzt dahin gepflanzt.
Ich hätte da vielleicht gern, hat er sonst noch eine? Wenn er keine hat, dann okay, dann lasse ich es noch gelten. Ich wollte gerade sagen, normalerweise auch gegen Schweden, gerade in der Situation, wie wir gerade sind, wären 6 Kanyas upgraded der absolute Hit. Ja, die würden okay, den Fight jetzt komplett auseinandernehmen. Allein für. Vor allem stehen da jetzt halt 4 Tops, die nicht aufgepflanzt werden, aber gut. Sind jetzt wieder abgerissen worden. Megas hat es geschafft, endlich ein bisschen auszubrechen. Das ist super. Aber 90 Torbevölkerung ist halt auch noch nicht so ganz das, wo er hin will. Nee, das ist die Eco, wo du sagst, das kickt schon. Ja. Und schau dir das an. Funf ist sich vollkommen des Matchups bewusst. Das finde ich richtig schön. Der ist sofort an den Tops dran und sieht zumindest, dass sie da sind. Megas auf der anderen Seite sieht halt die Wilds, die da langlaufen. Und zieht sie nochmal nach rechts weiter. Sieht die Funf jetzt da abhauen oder nicht? Funf hätte sie gesehen, aber ich glaube, er hat sich drauf geguckt. Ja, ist halt auch so ein Moment. Ah, doch, doch, guck, 2 von denen laufen ja, rüber. Scheiße. Gefällt mir richtig gut. Megas auf der anderen Seite kann halt nicht agen. Der ist da, der ist noch nicht so weit. Ich finde es halt so bitter, dass Funf seinen Kundschafter die ganze Zeit nicht wiederbekommt. Ja, da müsste er auch mal langsam hergehen und sich den Tanzplatz holen. Der ist es ja, wirklich wert. Die machen Moonwalks da gerade, die machen Moonwalk. Ja, oh Gott, ja, der übliche Tanz. Ach du Scheiße, und da ist so viel Lederkanon dabei. Ja, da musste jetzt Megas raus. Lieb. Oh mein Gott. Da musste eigentlich raus. Alles, aber oh Gott, oh die Gott. Dragbox nicht so gut, die Dragbox ist out, nicht gut. Ja, es ist nicht mehr genügend Masse dafür, eine komplette Dragbox, aber die Kaff läuft nochmal weiter rum. Lederkanonen schießen nicht in die Impf gerade, aber... Boah, aber die Lederkanonen werden jetzt hart rausgefokust. Da machen es dann doch diese Elite-Dinger richtig hart aus. Und jetzt sind sogar ein paar im Nahkampf. Weiß ich nicht, ob sich das ganz auszahlt. Nee, das tut nicht. Und ich meine, Megas ist zwar teuer, aber er kriegt es gecleared. Ja. Ja, er kriegt den Druck geklärt. Rechts, die Wills haben es auch überlebt. Also die 2 Thomas sind wohl noch in den Fight gezogen worden. Sind jetzt vielleicht genau die beiden armen Schweine, die wieder nach Hause laufen dürfen. Und schau dir das mal an. Also Wahnsinn, was da an Nahrung natürlich schon bei Fund wieder rumliegt. Ja, ja. Dahinter könnte man ins Vierte gehen, was sicher witzig wäre gegen Schweden, aber glaube ich nicht wirklich funktioniert. Ich sehe halt nicht, warum 5 auf eine Infanteriekomposition setzt. Ich glaube, wenn er Musketenreiter mitspielen würde, um die Arti zu snipen, wäre das, glaube ich, echt besser. Musketenreiter wäre hier wirklich wichtig. Nicht nur für die Arti-Snipe, sondern auch allein dafür, dass du damit wesentlich weniger Schaden bekommst, als wenn du jetzt Husmus gehst. Ja, und allein auch die Mobilität. Ja. Weil wir kommen langsam an einen Punkt, wo Megas die Map beanspruchen will. Wenn du da ein bisschen nerven kannst, wäre das echt ganz gut. Ja. Was Megas auch gut macht, da sieht man ihm den Schweden auf jeden Fall an. Er hat nicht zu viele Tops in Base. Er hat sie vorher gebaut, hat aber dann nicht mehr nachgebaut, nachdem hier unten eins zerstört wurde. Und diese In-Base-Minen, die halten ihn nach wie vor im Game und am Leben. Und er hat mittlerweile ja doch... Wie viel Pop haben wir? Was sind es? 130. Was doch nur... Ja, okay, nicht ideal, aber auf jeden Fall gesund. Ja. Ich meine, der expandet weiter in der Mitte. Da baut er weitere Tops. Ja. Oh, und Funf packt hier wirklich alles aus. Der hat jetzt gerade seine Waldstreune nochmal getarnt, um das Ganze hier witziger zu machen. Gönnt sich hier also auf jeden Fall. Gleichzeitig, Nahrung für Funf wird langsam schwierig. Dadurch, dass der Schwede sein eigenes Gebiet recht gut patrouilliert. Gar nicht so geil. Also 2 Herden hat er noch und er hat theoretisch noch einen Cheyenne-Posten, wenn er dran denkt. Also ich find's doch okay. Ja, das ist die Frage, ob er dran denkt. Also Megas, für ja, Megas ja. Ist das gut, aber für einen... Funf ist da ein bisschen... Oh, die Popschlitz gehen drauf, die beiden. Ja, da kann man, glaube ich, nichts dran machen. Die beiden schon von der Seite rein. Ich weiß nicht, ob... Ja, gut. Das könnten... So richtig gut, der Damage auch nicht. Ja, er müsste sie halt jetzt bereitstellen, dann ging das sogar halbwegs. Was ja, kommt jetzt? So verliert er halt. Er geht jetzt rein. Was? Oh mein Gott, die sind im Melee. Ah! Ist das schrecklich. Das ist wild anzusehen, ja. Also, Kinder, wenn wir... ja, du sagst es. Die Tomahawks können sich den Melee vielleicht leisten gegen Carolina. Ja, die ganzen schlechten Fights kann er sich auf Dauer nicht mehr leisten. Ja, er hat witzigerweise immer noch die bessere... Ja, na, jetzt nicht mehr. Mit 31 zu 42 nicht mehr die bessere Wirtschaft. Aber er hat immerhin noch eine ordentliche Wirtschaft. Das ist nicht schlecht, was Funf da hat und was er da sammelt insgesamt. Ja, was schon nicht so geil ist, er bräuchte langsam die Inf-Upgrades, damit hier irgendwelche Kämpfe noch gut laufen können. Und das gegen H2. Sorry für die Unterbrechung. Megas war stuck im zweiten jetzt, aber er kann sich ja die ganze Zeit die Bayern noch schicken, die Wittelsbach verbündeten. Das macht er jetzt auch. Ja, ja, das ist natürlich was, dass er die vorher verloren hat, ist bitter. Sendet sie sich halt jetzt nochmal. Ich bin halt insgesamt von diesen unendlichen Shipments kein großer Fan. Ich sag's dir, wie es ist.
da sind wir zwei komplett verschiedene Fraktionen. Ich bin ein sehr großer Fan davon. Ja, weil der Gedanke ist ja, dass der Wert der Schiffsladung schlechter sein muss als der normale Ressourcenwert von Schiffsladung in dem Zeitalter. Das heißt, du schickst ja eigentlich die ganze Zeit Karten durch, die weniger Wert haben, als sie eigentlich sollten. Und es ist aber immer noch eine Karte, für die du zahlst. Ja, aber ganz ehrlich, willst du mit Schweden 11 Wasa-Verbündete schicken? Die Einheit ist kompletter Bullshit. Das ist natürlich wahr. Die Einheit an sich finde ich auch gar nicht schlecht. Ich denke mir nur sowas wie von mir aus sogar 600 Tops für Upgrades oder so. Megas, guck mal, Raiden. Megas verdrängt hier gerade die gesamte Geschichte, die gesamte... Aber der hat drei Top-Builds noch da und ich glaube, die werden jetzt halt... Die können echt einfach draufgehen jetzt. Ja, ich glaube, der Raid wird maximal eben, wenn überhaupt. Ja, nicht mal, glaube. Der hat einen Wille jetzt gekillt. Ja, und da kommt jetzt die ganze megasianische Armee nach oben gezogen, aber bis die da sind, ist der Rest hier schon weg. Die Frage ist nur, ob Fünf sich da jetzt erwischen lässt oder ob er sich dazu hinreißen lässt, das Ganze hier zu belagern. Das wäre natürlich wieder ein bisschen gefährlich. Megas echt dahinter jetzt und jetzt sollte er den Fight auf gar keinen Fall nehmen. Das ist so eine der ersten Lektionen, die man, wenn man Tobis Videos noch nachguckt, lernt. Nicht agen und pushen, nicht pushen und agen. Und Megas zieht sich auch wieder zurück, weil er weiß, da oben kann er nichts mehr retten. Und lieber den Fight nehmen, wenn die Einheiten dann ab sind. Jetzt sieht der Kundschafter den einen Torb in der Mitte mit dem Town Destroyer. Mit dem Town Destroyer. Das ist 5000 EQ-Play. Ich nehme alles zurück, ey. Das ist ja genial. Das ist der Schweden-Counter. Das ist der Schweden-Counter. Weil der macht es ja jetzt wirklich verdammt schnell. Ja, natürlich. Oh mein Gott, ich liebe es. Das ist so geil. Das ist wirklich... Wir bräuchten nur wirklich auch einen Stall. Wenn wir schon Kanyas sehen, dann musst du die auch upgraden, weil die Einheit ist halt in allen Belangen unterirdisch im Vergleich zu normalen Husaren, außer von der Fernkampfresistenz und von den Lebenspunkten mit den Upgrades und allem, mit dem Chief. Aber jetzt schauen wir mal, was da für ein Kampf möglich ist. Megas versucht, ums Verrecken noch in die Basis zurückzukommen. Da dürften aber doch die ein oder andere Lederkanone... nicht schlecht. Zwei sind low. Das war gut gemacht. Da hat er nochmal Wert rausgeholt und Megas hat sich auch nicht einmal verteidigt, um zurückzuschießen. Währenddessen der Kundschaft, das sieht hier die ganze Mine wieder frei. Ist das geil. Übrigens, Update zu Herden bei Fünf, er hat nicht an den Cheyenne-Posten gedacht und ist jetzt gefickt. So kann man es auch sagen. Er hat noch eine Ritzenherde, könnte man hier das nennen. Ja, ach so, stimmt. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, die ist da eingequetscht, ey. Schlimmer als mein Handy in den Bus sitzen, wenn es mal wieder so weit ist. Aber immerhin, er kriegt noch was zu essen. Ja. Definitiv nicht hygienisch, Kinder, lasst euch das sagen. Aber darum geht's jetzt nicht. Hier in der Mitte stehen lang, oder in der Mitte, in der Basis vom Schweden stehen es Veteranen Carolina mit den H2-Verbesserungen, so weit, so gut. Finde ich also für Megas gar nicht unschön, wie es ihm da geht. Die Frage ist jetzt nur, kann er jetzt da ausbrechen oder nicht? Fünf auf der anderen Seite braucht eine Karte, die ihm das Matchup hier wesentlich leichter machen würde, das sind nämlich die neuen Wege. Die Karte allein und dann auf Skirmgun wird das Spiel retten können, meiner Meinung nach. Ja, bin ich völlig deiner Meinung, aber das halt wirklich... Sag das auf Tomahawk, setz dich auf Musketenreiter, ist wirklich für mich ein grober Fehler. Und jetzt kennen wir es, das ist das aggressive Port-Dorfzentrum, nur halt nicht mit Ports und auch nicht bei 6 Minuten, sondern bei 23. Wenn wir jetzt auf die Punkte schauen, der Schwede skaliert sich halt wirklich schön einen ab. Die Minen halten auch noch, ich sag mal, die nächsten 2-3 Minuten. Währenddessen ist der fistet, dabei seinem Namen gerecht zu werden. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Der hat jetzt schon 6 Torps eingerissen. Ja, und der wird gleich 8 draus machen. Ich feiere es wie Sau. Megas bedankt sich aber auch dafür und holt sich hier drüben wahrscheinlich den Raid aller Raids. Wenn das hier durchgeht. Oh, scheiße. Er kommt sogar in den Melee für den Snare. Aber nicht gut im Melee. Also, Mike will sich gut raus. Aber es reicht. Es ist trotzdem ein extrem guter Raid. Keine Frage. Es waren sicher sowas jetzt 6-7 Villager oder sowas. Da verstehe ich ja nicht, warum Fünf nicht einfach mal irgendwie die Ressourcen für eine Kriegshütte oder sowas investiert hat da oben. Ja, wobei, ganz ehrlich, eine Kriegshütte hätte es auch nicht mehr gerettet. Ja, da wäre. Was ich euch empfehlen kann, wenn man schon in dem Teil ist oder in dem. Oh, gleichzeitig im Dorfzentrum haben wir. Also in der Basis von Megas. Das könnte jetzt der Catch aller Catches sein. Oh Gott, das ist ganz schlimm. Ja. Das könnte ein Gegenwind sein, sag ich ehrlich. Sind halt hier ein richtig fettes Shipment, was 900 Gold kostet. Das Shipment für gar nichts ist brutal. Aber Megas macht es richtig schön. Der Mike das so gut erkannt und holt so viel noch raus, wie geht in der Situation. Er müsste halt die Kanyas rausfokussen und jetzt. Ja, jetzt. Holt er immer noch so viel raus, wie geht. Also ich finde, er könnte noch ein bisschen mehr kiten. Jetzt zumindest vor den Musketieren weghalten, die sich ja jetzt einer da habhaft werden. Aber ganz ehrlich.
Hätte er die Dinger stehen lassen, dann hätte er da jetzt wesentlich weniger rausgeholt. Und so haben sie ihm die Zeit gekauft, dass jetzt der Haudenosaunee in seiner Basis feststeckt. Währenddessen von oben die Schwedenarmee nachrückt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt 5 sein möchte in diesem Szenario. Nee, absolut gar nicht. Ich meine, 5 jetzt. Ich weiß nicht, ob er versucht rauszukommen oder versucht Wild zu killen. Weil rauskommen ist die Antwort Option, ja. Also rauskommen ist keine Option mehr. Tatsächlich, macht jetzt Megas da drüben auch noch zu, ich würde es ihm zutrauen. Ja. Aber das ist jetzt genau der Moment, es kommen jetzt sogar die Kanier ab, es ist nett gemeint, aber jetzt ein bisschen spät mittlerweile. Ja, ja. Er hat auch ganz jeder viele... Jeder hinten, und, aber die Kanias so umgehen nicht rein, das ist bitter. Ja, das wäre, wenn die Kanias, die da verstärkt nachgekommen wären, jetzt dann noch reingelaufen wären, das wäre ganz gewesen. Der Fight echt nicht gut, der nutzt die Range von seinen Forest Prowlern halt gar nicht aus gerade, das ist... Das ja. Ist ein ganz übler Fight, glaube ich, gefunden. Ja, was halt auch fehlt, ist einfach der Extraschaden auf die schwere Infanterie, aber er hat immerhin schon 2 Ups. Doch, die Lederkanonen reichen. Ja, aber die Lederkanonen stehen gerade auch sehr weit hinten, das ist noch ein bisschen unangenehm. Also da kriegt Funf auch wesentlich mehr Zeit, ohne beschossen zu werden. Geht jetzt sogar in den Melee, ist die Frage, ob Megas das rausfokust oder nicht. Aber es sieht definitiv so aus. Raus, ja. Ich finde es nur geil, dass die Lederkanonen einfach mal die Kaff schnell weggestellt haben, weil das ist ja eine balanced Einheit. Naja, Lederkanonen gegen Kaff ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Da war jetzt, also wenn du dir überlegst, die machen ja dann nur 20 Schaden, das war jetzt schon mehr, dass die ganzen Carolina auch drauf geheizt haben, so gut es ging. Ist mir egal. Alles klar. Wir sehen, der Bias ist überall und er ist gegenwärtig. Jetzt schauen wir mal armeetechnisch. Sieht das ja mit 9 Tomahawks und keinen Skirms eher so semi-geil aus. Wir könnten 2 Dorfzentren bauen. Machen wir es aber besser nicht. Und Schweden, militärisch vorne, wirtschaftlich, ja, doch. Wie sieht's aus mit den Minen? Es wurde hier noch ein bisschen abgerissen. Ist nicht so. Ja, nur noch 100, also 100 Tops. Megas müsste jetzt einfach mal pushen, ganz ehrlich. Ja, Megas sollte jetzt wirklich einfach reingehen und dem Ganzen ein Ende setzen. Hat auch ein paar verbesserte Plänkler und so. Und solange da nicht die Skirm-Goon-Kombi kommt vom Haude-Spieler, weiß ich auch nicht, was wir da sehen können. Jetzt kommen immerhin mal massenhaft Plänkler raus. Das ist schon mal nicht unschön. Finde ich gut. Megas hat schon die Kupferminen gerade geschickt, um in der Base noch ein bisschen mehr zu torpen. Gefällt mir auch, ja. Auch ein ganz gutes Timing dafür. Jetzt wäre der Moment, wo diese sinnlose Karte, die ich sonst wirklich furchtbar finde, der... Keine Ahnung, wie das überhaupt übersetzt ist. Environmentalism? Gottes Willen, mein Englisch verlässt mich. Aber wir sehen noch mehr Upgrades und wir sehen noch mehr tote Dorfbewohner hier. Ja. Es sind sogar ein paar Carolina auf Nahkampf getaggt hier. Wunderbar. Gefällt mir richtig gut. Und ja, und das ist so übel, dass das kann, da kann 50 nicht mehr von der holen von. Ja, ja. Die Einheiten sind jetzt natürlich top, seine gesamte Infanteriemasse. Aber genau da ist das Problem in der Benennung. Infanteriemasse kann man nicht wirklich von sprechen. Die Infanteriehäufchen sind ganz gut, aber es sind halt Häufchen. Und ich meine, die Upgrades, wenn du jetzt nur mal Lebenspunkte so gerade aus anschaust, sind schon der Wahn. Also so viel Schaden, gut, mit einem Tanz, aber trotzdem. Auf Musketieren und auf Infanterie, aber es ändert nichts daran, dass wir halt Lederkanonen haben. Und Lederkanonen, doch, da würde ich jetzt schon von der Masse sprechen, bei der Anzahl. Ja, auf jeden Fall. Finde ich nur komisch, bei Megas hat man das Infantry Gun Upgrade nicht mehr im Tech. Ja, das sehe ich auch nicht ganz. Weil wenn du wirklich auf Lederkanonen spielst, wenn du das H4 Upgrade im dritten hast, ist eigentlich echt ziemlich geil. Ja, weil vor allem die One-Shotten ja jetzt nicht mal die Infanterie mehr. Also ja, so eben, gut sind die jetzt nicht mehr. Ja, die sind immer noch gut, aber... Ja, aber da kommt natürlich auch eine ganz andere Masse aus dem roten, aus der blauen Basis, also aus der roten Basis, von dem her... Der Remass ist auch nicht mehr gegeben für den Haude-Spieler hier. Die letzten Herden sind jetzt auch weg, damit ist der... Aber Megas Problem hat ein paar zu viele Lederkanonen. Ja, nicht genügend zum Bodyblocken, aber ändert nichts dran. Er hat nicht genug für den Dragmaster, aber ich glaube, ab dem Punkt ist es egal. Ja, da kommt das CG und auch vollkommen zurecht an der Stelle. 5 am Anfang, vogelwilde BO, dazwischen wieder einige geistreiche Momente. Dafür dann teilweise wieder komplett Aussetzer. Ich würde behaupten, wir haben uns nicht mehr und nicht weniger erwartet. Schönes erstes Spiel. Die Ranze ist da und sie lebt.
glaube, wir haben das bekommen, was wir wollten, sag ja, ich ehrlich. Wir haben das bekommen, was wir mit unserem Cast hier verdient haben, auch auf jeden Fall. Und ganz kurz, dass ich noch erwähnt habe, was ich vorher gemeint hatte, wo du meintest, Jamelo, dass wir hier an der Position links oben an der Goldmine schon lange eine Kriegshütte gebraucht hätten. Wenn ihr keine Kriegshütte investieren wollt, baut stattdessen ein Haus, wenn ihr in der Phase seid, wo ihr nicht mehr komplett gepoppt seid alle paar Minuten. Weil dann hat man hier vorne ein Haus und sieht den Gegner auch kommen. Und diese 5 bis 6 Sekunden reichen ja, um eure Dorfbewohner im Zweifelsfall rauszuziehen. Natürlich muss man es dann auch bemerken, aber es gibt euch einfach dieses Fenster, das euch die Wirtschaft retten könnte, wie in dem Spiel hier gezeigt. Ja. Und apropos Wirtschaft, wir sind ja gerade drin, 39.000, 32.000 Gratiseinheiten können das auch kaum ausgleichen. Und da sieht man schon, was die Schwedenwirtschaft kann, wenn man sie da mal lässt. Und Kill-Death-Verhältnis brauchen wir auch nicht drüber reden, wer da positiver aussteigt. Die Dorfbewohnerzahl ist auch geil, um Gottes Willen. Also wir haben hier ein paar Siedler verloren. Ein Siedler, oder? Ja, ein Siedler für den Schweden, dann wieder noch ein und dann noch ein paar und noch ein paar. So weit, so gut. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was der Haudenosaunee-Spieler hat liegen lassen. Von 38 runter auf 32, 6 tote Siedler. Von 50 runter auf 42, also 14 tote Siedler. Und von 46 nochmal auf 39. Also wir sehen über 20 Siedler. Das ist ganz, ganz schlimm, ja. Ja, richtig wild gelaufen. Nichtsdestotrotz ein wirklich unterhaltsames Spiel und damit geht der erste Punkt an Megas und der erste Punkt auch an, wie heißt das Team nochmal? Anti-Duxford. Anti-Duxford, there we go, Leute. Wir sind gleich wieder da, ich mache eine kurze Pinkelpause und dann switchen wir zurück in die nächste Runde. So, zurück von der Pinkelpause, wir sind beide wieder erfrischt und ich möchte noch ein kurzes Schlusswort fassen für beide Spieler fürs erste Spiel. Ich finde es schon mal richtig cool, dass wir 5 Haude spielen sehen. Die Art, da muss er noch ein bisschen nachbessern, aber es ist ja insgesamt eine sehr coole Ziff und die würde ich ihm auch voll vergönnen, damit er mal was Anständiges spielt. Und auf der anderen Seite finde ich es voll ziemlich genial, dass Megas das auch noch so rausgerissen hat und sich da noch so halten konnte, obwohl es wirklich kein schönes Matchup ist. Hut ab auf jeden Fall, finde ich schön gemacht von Megas. Und mit dem Lob, damit wir nicht nur Scheiße labern, können wir definitiv ins zweite Game, um wieder jede Menge Scheiße zu labern. Ja. In dem Sinne switchen wir ganz kurz rüber auf den guten Pre-Match-Screen. Jawohl. Damit das erste Game geht solide an Megas und wir schmeißen uns schon mal ins zweite rein und schauen uns an, wo es da lang geht. Das ist ja das Schöne, wir müssen keine Fake-Racks und sowas machen. Dadurch, dass eh alle 3 gespielt werden, es geht also wirklich nur um die Punkte. Ja. Und gar nicht so sehr darum, wer jetzt wie, wo, was gerissen hat und wer am Ende als Sieger aussteigt. Muss ich auch nochmal erwähnen, das ist mein absolutes Lieblingstournament-Format eigentlich. Finde ich. Weil halt alles zählt. Und gerade wenn man sich dann für so ein Turnier, für so ein Best of 5 oder eben Play All 5, für alle 5 Maps was Genaues überlegt, da kann man halt nochmal schön. Das mag ich ja bei uns bei der Liga auch, dass man ja immer alles spielt im Normalfall. Ja, ja, genau. Du wirst halt einfach. Ich finde, es würde einfach mehr belohnt, wenn du dich wirklich anstrengst. Ja. Nächste Karte ist übrigens Saguenay. Die sollten wir alle in, auswendig und drüber hinaus in allen 4 Variationen mittlerweile kennen. Und das Matchup ist auch schon wieder so eins, wo ich mir denke: uiuiui, der arme Megas. Aber hauen wir uns mal rein. Matchup ist nämlich Mexiko. Ja, ich bin genauso erstaunt und tiefst überrascht wie ihr. Von 5 gegen Japan von Megas. Und wenn ich jetzt mal... Es ist eigentlich genau das gleiche wie im ersten Game. Mexiko hat einfach den frühen Siege, die Aggression. Wenn man das aggressiv fürs zweite spielt, dann kann Japan da echt nicht... Ich will nicht sagen, nichts machen, aber nicht unbedingt mithalten damit. Ich wäre mir da gar nicht mal so sicher. Ich weiß nicht. Ich finde, Mexiko ist schon ein guter Japan-Counter, weil du halt so früh lästig sein kannst. Und bei Mexiko, also gegen Japan geht es ja auch nie darum, dass du sie in den ersten 5 Minuten niederrushen musst, sondern einfach ähnlich wie bei Schweden, wenn du die Schreine denyst, ist schon viel gemacht. Ich finde aber, dass Japan aufgrund der Qualität der Einheiten, der Mobilität der Einheiten schon die Möglichkeit hat, gegenzuhalten. Grundsätzlich stimmt es, aber ich sehe dann immer noch das Problem bei Japan mit dem Tempo. Weil Japan ja doch
nicht so leicht vor 4,5 Minuten hochedged. Und deswegen spielen wir 300 Foot. Siehst du das schon? Oje, oje, oje. Ja, gut, gut, jetzt wo du sagst, also, ja, auf der Karte, also, ja, ja, doch. Also ich hab Megas die BO beigebracht, von daher hoffe ich mal. Ja, dann werden wir gleich sehen, ob du das richtig gemacht hast oder was wir hier dann gleich für einen Ranz sehen werden. Ab ins Game. Ich schmeiß euch schon mal auf die Gameplay-Ansicht. Hau ruck. Und wir schmeißen uns ins Game. Auf 3, 2, 1 und los. Es ist recht einfach zu sagen, oder? Ob jetzt da der TP-Start kommt und das Ganze. Nämlich, sobald der TP-Start kommt und wir dann nicht irgendeinen anderen Schwachsinn sehen, ist es schon klar, was wir sehen werden. Denn das Einzige, was man derzeit aktuell mit TP-Start spielt, was wirklich viable ist, ist der 300-Nahrungsstart, die 300-Nahrungsstrategie mit Japan. Mal sehen, was kommt. Es gibt mittlerweile auch noch andere Builds mit TP, die genauso funktionieren, aber geht ein bisschen zu tief. Lass den Leuten nicht zu viele schlimme Ideen geben. Wobei, doch, vielleicht ist ja Greenhorn gerade am Zuschauen. Grüße gehen raus. Wenn die Strategie was funzt, TP kommt. Ich hab da noch ein Gag, wo ich vielleicht auch nochmal in irgendein YouTube-Video drauf eingehe, weil mich das echt ziemlich impressed hat. Wo ich ziemlich weggefickt wurde. Der Spoiler ist auf jeden Fall schon mal da. Ich bin gespannt. Das würde ich mir sonst auch anschauen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier an, ob hier jemand weg beglückt wird. Oder auch nicht. 100 Nahrung für den Mexikaner wäre schon ein geiler Start. Und der TP-Start von Megas. Ja, und der TP-Start von Megas, der ist schon da, ja. Da bin ich würde fast wetten, dass wir 300 Foot sehen. Ja, ich auch. Sind wir mal ehrlich. Ich meine, auf der Karte ist es eh der schlechtmöglichste Spawn für, zumindest für Japan. Ja. Wobei die TP dann in der Mitte kann schon ganz nett sein, aber ich denke halt, das Problem, das ich sehe, ist, dass wir keine Herden, Zuchttiere haben. Ja. Keine Schafe auf der Karte. Das Wasser ist schlechter. Ja. Die Schafe sind nicht gut. Die TP-Line kannst du gegen Mexiko eigentlich nicht halten, wenn der Mexikaner aggressiv spielt. Das sind halt lauter so Sachen. Also alles ein bisschen schwierig. Aber ohne, da kommen sie schon. 300 Nahrung. Jawohl. Sind parat. Ich glaube, es ist nicht ganz so ideal gelaufen, weil eigentlich hast du die ja früher draußen, oder? Eigentlich hast du ja den ersten Pass. Ja, er hat den First Pass, glaube ich, verpasst. Ja, das ist dann natürlich in so einer Geschichte, klingt jetzt nach meckern, meckern. Aber tatsächlich dieser First Pass, ich habe es euch schon oft genug gesagt, ist ja super, super wichtig. Wenn man den bekommt, dann hat man Schiffsladungen eine halbe Minute früher und im ersten Zeitalter macht das einfach wahnsinnig was aus. Absolut. Aber ja, ich bin voll gespannt schon, wie Megas den Bild hier richtig abfahren wird. Also, was er da rausholen kann. Weil ich habe den selber schon ein bisschen versucht und timingtechnisch sollte er jetzt ziemlich genial agen können. Ja, eigentlich. Wir sehen es. Der Gedanke ist, man baut keinen Marktplatz, man baut keine, kein Konsulat. Man baut genau einen Schrein, muss dafür Holz sammeln und dann aber 300 Nahrung, die durch den TP ja schneller da sein sollten. Und man kann sehr früh mit dem Wunder anfangen. Wir haben also im Endeffekt fast ein 12-10. Ich glaube, die Age-Up-Zeit bewegt sich so zwischen einem 12-10 bei Franzosen und einem 13-Will-Age-Up. Ja, kommt ungefähr hin, ja. Ja. Und hier drüben haben wir jetzt nochmal einen 75-Holzschatz, der natürlich dem Japaner auch einiges an Beständigkeit geben sollte in dem Fall. Der Mexikaner auf der anderen Seite, Marktstart, soweit nichts Ungewöhnliches. GDS, GFS, DS. Na klar. Wenn du mir das übersetzen kannst, wäre ich dir sehr hilfreich. Zu Dankbar. Ja, ich glaube, da versage ich leider. Das Deck ist auf jeden Fall auch schon wieder Vogelbild. Ich sehe es, ja. Ich meine, ich finde das zweite, dahinter stehe ich noch irgendwie. Ja, ja. Aber im dritten so gar keine Ressourcenkarten und dafür im vierten dann die. Was sind das? Also dieses Shimayu. Oh Gott. Das ist so Gottes Willen. Komisches Shipment. Also wenn er das durchziehen kann, dann bin ich stolz auf 5. Also 1000 Ressourcen ist es halt einfach nicht wert. Ja. Mit was aged 5 dann müsste? Ja, ihr klar, das Wasser aged up, also mit Mikrochurikan. Das wundert jetzt, glaube ich, wirklich niemanden. Und Megas ist bei 4 Minuten solide oben. Das ist doch mal eine geile Age-Up-Zeit für Japan. Ja. Ich meine, nach dem Wasabi-Bild kommen ja da normalerweise dann die zweimal hintereinander sogar vielleicht die Schreinwägen, oder?
Wobei, wie gesagt, deswegen habe ich das gesagt, ich habe ja gegen Wasabi gespielt und der spielt das tatsächlich mittlerweile doch mal ein bisschen anders und ich finde es tatsächlich noch potenter als das. Das würde mich dann tatsächlich interessieren, aber ich glaube, müssen wir schauen, ob man das in dem Cast unterbringen, aber naja, grundsätzlich würde es mich sehr faszinieren. Was holt sich hier der Japaner noch? XP, was super ist. Nochmal mehr XP. Und vor allem mit Fogitoren ist die XP-Kurve eh schon gut. Dann mit TP noch, dann der XP-Schatz. Also die XP-Kurve ist mal richtig gut. Ihr seht, da ist schon das nächste Shipment geklickt, bevor irgendwas durchgeht hier. Und das ist es halt, sobald dann auch Militärproduktion startet. Deshalb ist auch Toritore mittlerweile so viel öfter zu sehen, als es das in Legacy-Zeiten noch war, weil das einfach auch wirtschaftlich gesehen fast die bessere Option ist. Das Einzige, wo Toritore sicher schlecht ist, ist für Wasser. Entschuldigung. Ja, ja klar, aber jetzt wollt Schreine eh, keine Ahnung, wie oft genervt wurden, keine Ahnung, da habe ich noch kein Age gespielt. Ist mir egal. Ist das einfach, ist Toritore eigentlich immer die bessere Option. Ja. Und was ich sehr schön gefunden habe, gerade Megas hat es richtig knapp noch geschafft, aber auch wirklich drauf geschaut, seinen Badge voll zu kriegen. Das heißt, der erste Ashi-Batch ist unterwegs. Was macht denn der Opry-Enjoyer auf der anderen Seite? Der will wohl ins FF, Heilige. Ja, aber der 700 Coin zu 700 Wood geschickt hat, dann 5er-Batch seit der Doris gemacht, um potenziell Ashis rauszukiten. Kannst du die rauskiten? Ich glaube schon. Nee, die haben weniger Speed, mein Freund. Oh. Da weiß ich nicht. Das wäre komplett busted, aber wir sind ja nur halb busted. Aber Mexiko ist jetzt komplett busted, von daher alles gut. Aber was mir dafür richtig gut gefällt, ist, wie Megas hier die Schätze nimmt. Der hat sich jetzt echt seinen Samurai geschnappt und hat damit einfach mal wieder 100 Holz sich hier gegönnt. Ja klar, also... Außer... Wenn der Mexikaner keine Frontbase macht, kein TP, dann kann er das auf jeden Fall machen. Ja. Er ist super gemacht von Megas, holt sich alle Schätze, hat auch ein paar Schreine hier nach vorne gesetzt. Ist derzeit also wahrscheinlich bei 130 Schreinbevölkerung. Das sind 130 oder 120, ich weiß gerade gar nicht. Es sind 11 Schreine sind draußen, dann sind wir bei 120. Aber sauber gemacht, sehr schön geboomt. Und das ist das Ding. Das japanische Setup ist jetzt eigentlich durch. 600 Holz dahinter. Für Konsulat, für noch Militärgebäude wahrscheinlich. Und dann kann man damit aber ordentlich durchpumpen. Ja, ich finde halt den Ansatz von Funfall einfach falsch. Lässt den Japaner jetzt machen. Mhm. Und darf ja eigentlich nicht, also... Genau, das sehe ich auch nicht. Ich meine, grundsätzlich ist ja ein FF-Timing gegen Japan auch nicht ganz verkehrt. Aber nicht mit einer Ziff, die halt dafür so lange braucht und dann auch nur mittelmäßig Bodyblock-Masse rausbekommt. Und nicht, wenn du dann einfach nur Häuser baust und auf Native-TP gehst, was impliziert, dass er jetzt versucht zu boomen. Ja, das ist... Da sehe ich den falschen Ansatz bei FUNF. Megas dafür scoutet mal mit Oda Nobunaga, finde ich sehr gut, dass er da den Anführer mal nach vorne schickt. Ja. Und wir sehen auch, ja. Ich finde halt auch, Mexikaner FF ohne das Fast Age Up zu spielen, das bin ich kein Fan von. Oder generell FF zu spielen ohne das Kathedralen-Shipment, aber da gibt es ja jetzt eh Diskussionsbedarf, was das angeht. Ja. Haben wir auch schon drüber geredet, inwieweit sich das jetzt auszahlt oder nicht. Aber grundsätzlich fehlt halt das Tempo. Und das ist es ja, was Japan jetzt schon zum Punkte vor. Also Mexiko, ich würde jetzt nicht sagen Overscored, aber mit der Hacienda allein ist schon ziemlich heftig. Eigentlich, was an Punkten raushaut. Und die sind jetzt schon hinten. Megas hat gerade einen neuen Batch geholt, aber trotzdem. Ich finde von Megas echt spannend, dass er gerade Timing-Push plant. Also der hat sich mit der diplomatischen Intrige, mit den 301 Export, holt er sich Einheiten und nicht, was man normalerweise macht, im Dutch-Konsulat die Bank nehmen. Ja. Also, wir werden da wahrscheinlich gleich einen Timing-Push sehen. Finde ich aber auch vollkommen in Ordnung, weil der muss ja irgendwas ganz Wildes befürchten. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Wir sehen auch, was da gekommen ist, also die pazifische Perle. What the fuck ist das für ein Shipment? Die Freibeuter finde ich sogar eine gute Geschichte. Sehr gutes Shipment, das ist ein sehr gutes Shipment, aber das andere ist... Spannend. Spannend. Aber ich meine, er spart sich mit dem Age-Up das Anti-Wasser-Deck. Ob es das wert ist, weiß ich nicht. Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich eine Tatsache. Jetzt kommt der Timing-Push von Megas und ich weiß nicht, wie... Gut, mit den Kanonen, das könnte gerade noch giftig genug sein. Wir haben auch nur 4 Naginata-Reiter. Das müssten mehr sein, damit er ein bisschen lästig sein kann. Naginata-Reiter sind gegen Mexiko immer eigentlich ziemlich gut. Ja, weil die Einheiten dann halt schnell rausgenommen werden. Ja. Und das Schöne ist, schau jetzt an, Mega scoutet auch mal alles einmal durch. Ja.
Wenn er halt mit seinen Yumis und mit seinen Shinobi halt einfach die Soldados rausmicrot, dann kann er da eigentlich echt gut rein. Er müsste halt auch mal schießen. Oh nein! Boden! Die Fahix! Nein! Oh! Das war ein Pop des Todes. Das ist so. Tür aufmachen und eine aufs Maul gekriegt, aber frontal mit dem Baseballschläger. Eieieiei. Ja, und so schnell wendet sich das Blatt, wie es aussieht. Fünf ohne Ressourcen, ohne Eco. Der Fight sah gar nicht mal, also der ist immer noch gut für Megas, aber so gut war der für Megas gar nicht, weil er seinen Impf nicht rausgezogen hatte. Ja, ganz ehrlich, das wäre, wenn die Kanonen hinten gespawnt werden, vielleicht sogar ein kompletter Clean gewesen. Ja. Da hat Funf doch ein sehr schönes Timing gehittet. Ich nehme das nochmal zurück. Die Frage ist jetzt, kann er sich ekotechnisch aus der Schlinge ziehen? Weil der Japaner ist auf 27 Siedlern und da sind Schreine nicht mit eingerechnet. Funf muss aber aufpassen, der hat kaum Antikraft. Da sind jetzt echt... Die Nagi-Masse kommt langsam. Sag ich mal so. Die Nagi-Masse ist es ja auch, was dieses H2 von Japan oft so gefährlich macht. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Ich finde nur, ja, Megas vermarkt sich gerade echt extrem. Also der kriegt gerade gar nichts raus, weil er einfach... Ah, ja, ja. Nicht in der Lage ist, 5 Wills von Food of Coins hauen oder so. Ja, ich finde die Geschichte aber auch schwierig mit Japan. Weil am Anfang fühlt sich ja dieser Schrein-Trickle super stark an und damit kannst du fast ausschließlich Einheiten raushauen. Sobald du aber in die 2 Gebäude kommst, also mit 2 Militärgebäuden Einheiten rausstellern willst, ist es einfach nicht mehr genug. Und er makrot aber immer noch so, dass neue Wills auf die, auf die Kirschgärten kommen. Der makrot halt so, wie du für ein Militärgebäude makron würdest. Ja, genau, ja. Und sich jetzt nochmal Yumis zu schicken, weiß ich auch nicht. Ich glaube auch, wir bräuchten da jetzt eher die Kirschgärten oder sogar eine Goldoption. Aber wir haben auch kein Gold im Deck, was gefährlich ist. Ja. Also softlockt er sich einfach in H2. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also könntest du die Kirschgärten oder die 5 Fischerboote schicken. Ich glaube, das wäre jetzt einfach die beste Option. Ja, der Daimyo ist aber dafür gar nicht schlecht, finde ich. Oder vielleicht sogar himmlische Kami. Ja. Auch eine Option. Jetzt wird es aber wild, weil da kommt jetzt eine Plänklermasse zu auf die eindeutig schlechtere Musketier-Plänklermasse. Aber gleichzeitig ziehen sie wieder zurück. Weil er die Nuggies sieht. Er sieht halt die 10 Nuggies und die sind halt echt brutal dagegen. Das wäre jetzt echt spannend geworden. Stell dir vor, der Fight wäre passiert und wir hätten die Nuggies nicht gesehen. Ja. Das ist echt, das war ein schönes Scouting. Ja, der Daimyo, ich weiß, mega spielt für Kontrollgruppe, aber wenn du Japan spielst, dann muss in eine andere Kontrollgruppe eigentlich zumindest. Ja, und auf jeden Fall, was der sollte, ist in Deckung geschickt werden. Also der sollte in diesem Position schon halten, das schon. Ja, dann. Ja. Ah ja, jetzt sehe ich es. Ich habe gerade gedacht, woher weißt du das? Bist du allwissend? Aber es steht ja tatsächlich unten drin. Ich bin nur zu blind, um es zu sehen. Das ist alles. Professioneller Caster. Immerhin einer von uns. So, jetzt bin ich gespannt. Das ist halt, der Kampf hier, der ist echt beschissen für Japan, um den irgendwie zu nehmen. Ja, weil wenn du so eine Infanteriekontrollgruppe hast, ist das halt auch Arsch. Ah, aber da kommen jetzt halt die Kavalleristen von hinten rein. Der geht die Soldados aber nicht raus. Also er schießt gerade wirklich durch die Skirms und die Soldados machen da eigentlich kurzen Prozess mit, würde ich sagen. Ja, schau dir das an, die metzgern sich da richtig durch. Das sind echt 3 Soldaten. Nee, die sind nicht mal geupgradet, okay. Krass. Ja, das ist das Nächste, die machen die ja so schon so lang. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein Problem werden. Das Problem ist eher, dass Japan gerade die nicht rausgeschossen bekommt und die Plänkler machen das ja super gut. Und die Musketiere sind ja auch trotzdem viel besser als die japanischen Musketiere. Ja, das ist klar. Nee, der Fight ist gar nicht gut für Japan. Da hat tatsächlich, ja doch, also da hat ganz klar Fun bessere Micro bewiesen. Das ärgert mich aber richtig, weil er das H3-Soldados wäre, das Game jetzt wahrscheinlich over. Ja, aber schau, was da jetzt noch dazu kommt. Da kommen jetzt noch die Chinakos, um das Ganze nochmal zu retten. Ja, da muss Megas eigentlich sein Daimyo rausziehen. Ja, jetzt. Ja. Also wenn der Daimyo es nicht überlebt, wird giftig. Aber der schickt sich Ashis, ich glaube, der will sich Ashis zu Daimyo schicken, aber ich weiß, ob das der Call ist. Boah, das ist wild. Das ist wild. Vor allem, weil er halt keine verstärkende Kraft hat, da ist nur ein einziger trauriger Naginata rausgekommen in dem Stress. Ich glaube auch nicht, dass das der Call ist. Aber das hat... Er will das machen. Er baitet den Klopp rein. Ja. Nice gemacht, aber Funf hat's auch schön gemacht, finde ich. Da kommen jetzt auch nochmal verstärkender Patch von Musketieren und die halten es tatsächlich auf. Ah, aber er verliert halt gegen die Plänkler. Viele Plänkler sind dahinter noch. Da braucht er jetzt halt einfach mehr Kaff jetzt. Jetzt kommt. Der typische Kami, er braucht einen Kirschgarten. Der letzte Kirschgarten ist gleich leer. Ja, das sehe ich. Hat sich vielleicht verklickt oder auch nicht, aber kann er sich nicht verklickt haben. Ich verstehe den Gedanken, weil er wollte wahrscheinlich den,
Er wollte wahrscheinlich den Schreinenboom fortsetzen, jetzt wo er noch Map hat, mehr oder weniger. Aber ja, und Funf zeigt hier echt, also ich finde, mikrotechnisch war das gerade echt super. Er hat die Plänkler vorne gehabt, die haben den Fernkampfschaden getankt und die Musketiere waren immer außer Reichweite. Die hätte Megas aktiv klicken müssen. Währenddessen, Megas hat eine Infanterie-Kontrollgruppe gehabt oder halt eine Infanterie-Gruppe und hat die mit den Musketieren nach vorne in die Plänkler laufen lassen. Da sieht man schon, wie der Kampf dann auf einmal ganz anders ausgehen kann, als man sich das erwartet. Jetzt sind noch die Michoacan Fisherman durch. Also ist nochmal ein Eco-Boost für 5, aber Japan hat immer noch die bessere Eco auf jeden Fall. Wundert mich auch nicht. Was ich bei so einem langen Spiel eigentlich auch gern sehen würde, wenn man jetzt Hacienda nicht verwendet, ist, dass die auf Siedler gestellt ist, weil das ist doch alle 1,5 Minuten ein extra Siedler. Ist echt nicht so schlecht, wie es klingt. Ja, Nagi Raid oben kriegt wahrscheinlich 2 Wilds. Ja, lässt sich das nicht nehmen. Ah, das Ehrenmänner, I guess. Da noch schnell weggeschnetzkert. Dafür Megas. Ah, nimmt sich was aus dem Tobi-Spielbuch oder aus dem Tobi-Handbuch und geht auf die Handelsroute. Ja, aber gefällt ist jetzt mir auch genau der richtige Zeitpunkt dafür. Ja. Die Frage ist jetzt, wie sieht es denn aus bei ihm? Eigentlich darf er nicht die Map bekommen gegen Mexiko, aber jetzt hat er die Map und nutzt das dann auch. Also. Es sieht so falsch aus. Ein in die Base eingegrenzter, defensiv spielender Mexikaner, der aber was er hat, gegen einen Japaner, der auf die Handelsroute geht. Irgendwas an diesem Bild ist falsch. Ja. Also nicht, dass es falsch gemacht ist, sondern tatsächlich, es fühlt sich seltsam an. Committed 5 tatsächlich aufs Wasser, das finde ich auch. Ganz ehrlich, wenn nicht gar nicht schlecht, soll er sich doch gönnen, so gut es geht. Weil er braucht ja irgendwo die Wirtschaft her. Stimmt schon. Vor allem, weil er gerade echt wieder ziemlich exposed sammelt, so wie im letzten Game eigentlich schon. Ja. Auf mittlerer Höhe der Map. Und das weiß er, glaube ich, auch. Und das ist so eine Sache. Gleichzeitig Megas ist sich auch nicht sicher, was und wie er jetzt da machen soll. Geht der jetzt auf ein Timing oder nicht? Macht er jetzt Einheiten oder nicht? Holt er sich jetzt die Handelsroute ab als Upgrade oder nicht? Ich glaube, der ist gerade ein bisschen unschlüssig. Finde die Position, in der er ist, wahrscheinlich selber ein bisschen fragwürdig. Aber Scouting immer wieder. Megas bleibt dran und schaut auch immer wieder mal in die Basis vom Gegner. Nur damit er weiß, was ihn da erwartet. Der will ganz sicher nicht irgendwie in H4 laufen oder in irgendeine Wahnsinns-Revo. Rio Grande lässt grüßen an der Stelle. Das wäre eine witzige Option hier. Boah, aber Rio Grande wäre jetzt eigentlich echt... Ich will jetzt 5 nicht auf blöde Ideen bringen oder so, aber ich glaube, das wäre echt gerade ziemlich geil. Rio Grande wäre wahrscheinlich GG in der Situation. Schau dir aber auch an, er schickt sich die pazifische Perle tatsächlich. Da bekommt er in der Basis richtig viel Nahrung. Und einfach ein 10.000er Haufen Fisch. Wo ist der gelandet? Beim Shipment Point. Meine Güte, ja. Das ist faszinierend auf jeden Fall. Was zur Hölle. Ja, und punktetechnisch sind die auch komplett eben. Die Musketiere aber leider immer noch H2, was ich echt ein bisschen schade finde. Oh, jetzt kommt Wettsoldatus, das ist auf jeden Fall... Gott sei Dank, ja. Super wichtig. Das ist auf jeden Fall mal benötigt und wird die, glaube ich, echt in eine gute Position bringen können. Ich ärgere mich jetzt fast ein bisschen, weil auch wenn es ein verqueres, wildes Spiel ist, ganz ehrlich, die spielen es gerade nicht so schlecht, dass man die ganze Zeit sich drüber aufregen könnte. Wir kommen gar nicht zum Flamen, wir kommen jetzt von einer spannenden Entscheidung zur nächsten. Und die nächste spannende Entscheidung ist der Fight jetzt, den Megas nehmen will. Oh. Könnte böse enden, glaube ich. Das könnte wirklich böse werden, aber es ist nicht die Masse da für Funf. Ja, Funf muss sich jetzt auch vor allem entscheiden. Schau dir das an. Da kommt von hinten die Kaff rein. Die Soldados wissen nicht, auf was sie schießen sollen. Gehen jetzt in den Nahkampf, aber halt auf die Aschis und nicht auf die Kaff. Ich glaube, das war nicht so geplant. Nee, da hat sich Funf, glaube ich, echt ein bisschen verschätzt, ein bisschen vermicrot. Und da wird alles komplett obliterated. Boah, das ist brutal. Das ist wirklich brutal, was da gerade mit seinen Einheiten passiert. Der Kampf hätte wesentlich besser für ihn laufen können. Und gleichzeitig verliert er immer noch Siedler. Eigentlich das GG sein. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, da so auseinandergenommen zu werden. Ja, und da jubeln sie nochmal zum Abschluss. Die Aschis haben sich auf jeden Fall verliert. Halt auch durch. Ja. Also die Eco ist jetzt noch besser. Ja, da müsste Japan jetzt wirtschaftlich wirklich komplett drüber sein. Aschi Combat, also... Ja, das ist Funf, ihr lebt und lebt. Danach hast du das Bacher redlich verdient. Warte. Ihr müsst jetzt für mich, das musst du jetzt für mich beantworten, Melo, oder ihr im Chat, ganz egal. Beziehungsweise in den Kommentaren. Reglich oder redlich? Reglich. Mit D. Oder mit G. Mit G. Mit G, tatsächlich. Ich habe mein Leben, oh Gott, das wird. Ich habe mein Leben lang das mit G gesagt. Mit D. Sicher, dass es G ist.
Das hast du redlich verdient in meinem Kopf. Aber gut zu wissen, dann habe ich heute wieder was gelernt. Seht ihr? Und was wir auch gelernt haben, im ersten Kampf oder in den ersten paar Kämpfen definitiv 5 besser mit dem Positioning und mit den Einheiten. Aber in dem Kampf jetzt, das war so ein genialer Move, die Naginatas da reinzuziehen, die halt dann so und so die Plänkler und die Dorfbewohner bedroht haben und 5 dann komplett einen Gehirneinfrierer zu verpassen, mehr oder weniger. Und da kommt das GG. Wow. Witziges Spiel, schönes Spiel von beiden, finde ich, cool gemacht. Militärisch dead even, was natürlich nicht gut ist, wenn du 2 Pop-Einheiten hast. Ja. Und das 2-0 für Megas jetzt auch schon. Damit laufen auf jeden Fall, laufen er und der Anti-Duck-Squad mit mindestens einem Punkt nach Hause. Weil ich glaube, die Punkte werden auch gegengerechnet. Wenn es also 2-1 ausgeht. Ja, ich glaube auch. Aber schön gemacht von Megas, der wird sich freuen. Vor allem, weil Funf ja teilweise auch schon elo-technisch über das hinausgeschossen ist, was Megas, glaube ich, bisher geschafft hat. Und gerade gegen Mexiko von Funf habe ich auch schon eingefahren und nicht zu knapp. Von dem her, Hut ab Megas. Schön gemacht. So, jetzt muss ich kurz nachdenken. Wir haben ja noch ein Game. Da hauen wir uns gleich mal in den Pre-Match-Screen. Jawohl. Da sind wir 2-0 für Megas soweit. Sein Team dürfte happy mit ihm sein. Madonna wird ihm sicher einen Orden verleihen. Absolut. Und Funf schon mit ein bisschen abgespaced, also nicht abgespaced, aber auch mit sehr, sehr guten Manöbern und so. Aber ich finde, da fehlt halt einfach die Genauigkeit, so die Zielgerichtetkeit. Weißt du, was ich meine? Dass er auf dieses Timing hinspielt oder auf diesen Moment. Der merkt halt einfach, dass viel Scheiße in dieser Kopf vorgeht. Ich wollte es jetzt noch normal formulieren, aber gut. Ich glaube, ich habe den Wettbewerb eh schon verloren, wer von uns beiden da mehr am Flame ist. Dritte Karte übrigens, Dakota, und das Matchup ist wieder witzig und es ist widerlich witzig, weil wir haben ja vorher schon drüber geredet, man darf eine Ziv 2-mal spielen, wenn man nicht mit ihr gewinnt. Man darf wahrscheinlich sogar 3-mal die gleiche Ziv spielen, wenn man nur verliert damit. Das ist aber auch leider bad. Ja, ob das zielführend ist, ist jetzt fraglich. Es ist auf jeden Fall der Fall in dieser Situation, dass wir eine Wiederholung haben. Nicht von Gaius, der hat ja bisher alles gewonnen, muss also was Neues spielen. Dafür sehen wir Mexiko ein zweites Mal. Dementsprechend Mexiko nochmal von 5 und Gaius spielt Beinhardt nur mit Hausboom-Ziffs. Nur mit Hausboom-Ziffs. Echt rechtlos. Geil. So. Nächstes Matchup, Mexiko-Briten. Viel Spaß. Uns beim Cast, aber auch denen beim Spielen, weil das ist auch ein richtig wildes Matchup. Ich finde auch, man muss aber sagen, ich finde es geil, 3 Hausboom-Ziff und 3 Hausboom-Ziff, die einen Maskenfokus haben. Ja. Das ist wirklich perfekt. Wenn du soweit bereit bist, dann hauen wir uns ins Game. Ich wäre bereit, ja. 3, 2, 1, los geht's. Ja, die Karte ist Dakota, wir haben es schon angesprochen, muss man wahrscheinlich gar nicht mehr so erklären. Eine Handelsroute, die auf, also sieht so aus, als würde sie nicht durchlaufen, aber wenn man eine upgradet, ist die gesamte upgegradet. Ja. Dafür läuft auf jeder ein einzelner Handelstravoy. Ist nicht ganz intuitiv, ist aber so. Von dem her kann man da auch nichts machen. Wir sehen direkt wieder ein TP statt. Es sieht so aus, als wäre Megas einfach ein richtiger TP-Fanatiker. Der TP kommt aber von 5. Gut, dann halte ich die Fresse und nimm's zurück. 5, ein richtiger TP-Fanatiker. Nee, zumindest in dem Spiel startet er. Er hat die letzten beiden Games keinen gebaut, obwohl er einen gebraucht hätte. Ja, jetzt will er es vielleicht wieder gut machen. Wir haben ja da alles mögliche an Decks. Agro FF, FI Heavy Cannon, Bacher, Outlaw, FI Solo, FF San Luis, H2, H2. Der Mann hat mehr Decks auf einer Ziffer als ich im ganzen Game. Absolut same. Aber ganz ehrlich, Wenn ich Dakota sehe, wenn ich 5 auf Mexiko sehe, weiß ich, was ich bekomme. Was bekommst du? Bacher. Bacher. Okay. Oh ja, ja, ja. Warum Bacher? 5 spielt das nicht in der Variation, wie ich das in der Liga schon mal gespielt habe, gegen Strategos, nämlich aggressiv rein aufs Maul, ich scheiß auf alles, sondern der spielt es sehr elegant. Der spielt es nämlich ekolastig. Der holt sich dann die Handelsroute und geht direkt aufs Upgrade der Handelsroute und gönnt euch dann mit Wirtschaft aufs Maul.
was echt nicht geil ist gegen eine Zivilisation, die gut ist. Vielleicht mal den sein Deck angucken, das ist so vogelwild schon wieder. Und das heißt Megas Ranzen. Ja, Megas hat's wohl gerade gesehen. Damn, kein VC. Oh. Ja, aber nee, Megas spielt ja kein VC. Ja, stimmt, Megas spielt schon lange eigentlich kein VC. Wenn dann spielt der Granitschein. Ja. Ja, da kommt auch direkt der Beweis. Ja. Ja, aber ich bin jetzt mal echt sehr gespannt, wie 5 das Spiel wird, weil er hat theoretisch auch die Option. Ja, weiß ich, ob er die Option hat, was anderes als Bacher zu machen. Jetzt bin ich zum Bad. Für Megas günstig. Ah ja, weil die ja das Ganze nochmal billiger. War das die Gebäude billiger? Ja. Männerhäuser. Ja, nochmal 25% ist natürlich witzig. Ja, und da haben wir jetzt nochmal die Cherokee Rifleman. Also, Megas immer. Diese Connection habe ich nicht gemacht. Ja, verdammt, ne? Oh, jetzt, wenn du es im Cast siehst, Megas, dann muss ja auch nicht sympathisch sein. muss wirke. Jo. Ja, Funf versteht's. Funf hat auch schon die Frontasien da vorne. Age-Up ist wahrscheinlich auch schon bald genug dran. Was verrät, dass Bacher kommt? Die Kommandante-Karte ist ein sehr guter Hinweis dafür. Die macht eure Scouts nämlich wesentlich stärker. Wir schauen nochmal kurz drauf. Genau. Einen speziellen Angriff und 50% Lebenspunkte und Angriff auf 2 Einheiten ist also eigentlich viel besser als eine normale Kundschafter-Upgrade-Karte im Age 1. Aber die sich auch oft nicht schickt. Also selten. Das ist Matchup-abhängig auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Ja, mit Bacher ist so eine Sache. Wenn du wirklich reinranzen willst, dann sind die halt... Die sind fürs Tanken da. Die sollen reingehen in Nahkampf gegen das Snare, damit du mit dem ersten aber da schon reinkommst. Was hat 5 gemacht? Der Age ist mit 16 Wills bei 3,30. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Er aged mit Lux Color. Das ist mir auch ein bisschen fremd. Ja, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass 5 versucht gegen Briten, wenn die viele Häuser bauen und so, versucht mit den Chipotle-Taktiken im zweiten was zu machen mit Bacher. Dass du was bekommst, wenn du was niederbrennst, habe ich das richtig? Ja, genau. Ja. Hand, stimmt, hätte er ja dabei. Das wäre eine witzige Karte in dem Fall, weil das Problem ist nur, du willst den Briten die Häuser ja eigentlich nicht abbrennen. Ja, klar, aber das würde das Ganze halt erklärt rückgängig machen. Und der Brite ist schon geaged, der Mexikaner noch nicht mal zur Hälfte durch. Wir sehen hier wahrscheinlich einen 5-Minuten-Age-Up von 5. Aber es ist ja nicht so schlimm, weil der steckt jetzt seine Ressourcen sowieso erstmal in die verbesserte Handelsrute. Die Frage ist nur, mit dem Age-Up kann der Brite dagegen halten? Ja, du siehst schon, da geht das von Food runter bei 550, also der Makro da genau drauf. Das ist Bread and Butter, das ist so wirklich die Standard-BO für 5, da kennt er sich aus, da fühlt er sich wohl, da gibt er aufs Maul. Megas währenddessen, Walt schon mal, der fühlt sich nämlich gar nicht wohl. Mit einer Hacienda in Spuckreichweite vom Dorfzentrum. Ja, aber so für Megas, also was haben wir, habe ich auch schon mal in vielen Casts übergeben, ich habe ja auch viel 5 gecastet letzte Saison. Die Kombination ist einfach Skirmhass, das ist seine Kombination gegen Bacher eigentlich. Ja. Das ist natürlich nichts, was Megas besonders geil findet. Der will ja seine Muskets spielen. Er baut auch Muskets. Ja, verständlich. Ja, vor allem, weil Funf spielt es ja wirklich. Der spielt es ja asozial wie sonst was. Es geht nämlich auch recht. Die simple BO ist ja, dass du auf Musketiere gehst. Also auf eine spezielle Variante davon. Und das, was aber Megas dann macht. Also, was Megas erwarten wird, sind wahrscheinlich Bandidos ohne Ende. Oder wie heißen die? Ja, der heißt Bandidos. Ja. Was also keine Musketiereinheiten sind, sondern Plänkler mit einem Schaden, der euch die Ohren schlackern lässt. Außerdem ein aufladbarer Angriff, wo sie einfach Dynamit auf deine Fresse schmeißen, was dann auch sämtliche Fernkampfresistenzen umgeht und sonst noch lustige Geschichten. Der cute schon Bandido, bevor er in die Revo geht, okay, das finde ich... Ja, weil er die Ressourcen, glaube ich, schon aufsammelt, oder? Der hat sich ja 700... Ah, nee, habe ich falsch gesehen. Nee, eben nicht. Sehr seltsam. Der schickt doch keine Chipotle-Taktik, also er geht mit 3 Shipments gleich in die Revo. Klingt wild. Auf jeden Fall total. Da kannst du dir doppelt Gold schicken und Fabrik. Da kommt die Revo. Ja. Also finde ich jetzt schon super witzig, ganz ehrlich. Bin ich gespannt, wie sich das hier jetzt... Ja. Oh, nee, tatsächlich. Klaxkala Tick's Heal. Nee, doch nicht. Er holt sich das guten Upgrades. Oh, okay. Ja, und dahinter direkt Team Trickle Economics. Ja, das ist eine sehr, sehr geile Karte. Eko-lastig wie Sau. Batches müssen jetzt halt passen. Natürlich noch mal geiler, aber... Ja. Auch ein 1v1 viable.
Ganz ehrlich, das müsste meiner Meinung nach der Mexikaner jetzt schon gewonnen haben. Weil Megas hat nicht gehausboomt, der hat aber auch nicht Kraft draußen, er hat gar nichts, um sich davor jetzt zu retten. Megas hat gar nichts gemacht, also... nicht böse gemeint, Megas, aber... nicht böse gemeint, aber 700 Coin, was willst du mit 700 Coin Mason dagegen? Also, ja. Du brauchst halt Longbows. Ja, mit Longbows... Das ist nämlich, Briten können ja sogar dagegen spielen. Briten können das sogar gewinnen. Ja, der beste Zips dagegen. Ja. Weil du einfach mit Longbow Wall spielen kannst. Jetzt haben wir sogar eine Frontfabrik, aus der man wahrscheinlich sogar Artillerie ausbilden kann, so wie ich diese verdammte Rebo kenne. Ah, Gott sei Dank. Aber die gesamte Handelsroute ist durch und Bunf gönnt sich halt noch und nöcher da an Ressourcen. Jetzt kommen tatsächlich die Musketiere zum Fight, aber warum? Was macht ihr hier, Leute? Ich finde halt ein bisschen schade, weil ich habe Megas gegen Bunf schon mal gesehen, in der Saison habe ich gecastet. Mhm. Und da hat er mit China Bacher perfekt ausgekontert. Mit H2, Shukunu, Steppenreitern. Hat das locker gewonnen. Schau mal, was er sich gerade holt. Ich glaube, dahin war das so ein bisschen gedacht. Oh lol, aber das bringt dir ja gar nichts. Ja, da ist er ein bisschen spät für jetzt, glaube ich. Das Wichtige ist erstmal, dass du die Filibuster-Masse geklärt bekommst. Das kannst du mit denen halt nicht. Ja, und jetzt gibt es auch schon Arrives Fast, Defeated Enemies Give Coin. Eieieiei. Müsst ihr euch vorstellen, jeder einzelne Musketier gibt jetzt 10 XP und 10 Münzen. Da hört lustig dann auf. Da hört lustig dann wirklich komplett auf. Und gleichzeitig haben wir dahinter eine Handelsroute, die massiv gebufft ist. Also fast doppelter Wert von vorhin. Es gibt ja so einen schönen afrikanischen Swift, die diese Karte auch hat. Ja, reden wir gar nicht drüber. Also das wird jetzt ein Fight. Witzig zum Zuschauen für uns, die wir in sicherer Entfernung sitzen. Aber für Megas sicher eher unlustig, könnte ich mir vorstellen. Boah, alleine wenn das Coin da auch noch reintrickelt, dann ist das schon... Ja, das ist GG. Das ist durch. Jetzt ist nur die Frage, die Musketiere werden weggeranzt und jetzt kommt gleich der Cuff-Batch. Ich will es noch nicht callen, weil der Cuff-Batch wird jetzt reinziehen wie sonst was. Der könnte das Ganze jetzt echt nochmal retten und wenn Megas das so gewinnt, dann feiere ich ihn aber ab. Das kann nicht wahr sein. Dahinter kommt noch ein Huss-Batch, den er jetzt wahrscheinlich nicht vollkriegt, weil er keinen Markt mehr hat. Das Problem an den Totenkopf ist halt, die tanken nichts. Aber müssen sie jetzt halt auch nicht, weil der geringere Schaden ist da, der Schaden ist auf der Armee. Na. Und Fun verliert alles. How the hell? Und ist das GG? Hat Fünf an der Stelle? Fünf hat aufgeben. Meine Fresse. Hätte er gar nicht müssen in meinem Kopf, oder? Wobei, nein. Der hat halt echt, der hat Shipment in diesen Fight halt einfach investiert mit den. Ja. Also der hätte andere Shipment-Reihenfolge gemacht, hätte es noch spielen können. Aber der hat das eher aggressiv mit Shipments gemacht und nicht wirtschaftlich. Ja. Der hätte die Musketiere halt am Leben halten müssen. So wie er es vorher gespielt hat, die Plänkler nach vorne. Ganz ehrlich, wer rechnet damit? Ja, das stimmt. Aber das ist halt das Schöne. Megas hat diese 500 Coin-Karten mit vielen seiner Zivs gut adaptiert und das sieht man hier. Ja. Habe ich gar nicht mitgerechnet. Also als er angefangen hat, die Musketiere da rein zu wasten in die ganzen Bandidos. Ja, habe ich auch überhaupt nicht gesehen. Aber es hat gereicht und es hat massiv gereicht. Ey, das war ein Pop des Todes und schön auch fokussiert. Ich weiß gar nicht, ob er sie absichtlich alle weggeklickt hat oder nicht. Aber ganz egal, es hat super funktioniert. Und damit 3 Punkte für den Anti-Duck-Squad. GG, well played. Sehr, sehr geil gespielt. Absolut. Also... Ich habe gar nicht so viel zum Beleidigen. Ja, wir hätten es echt versucht. ich habe es versucht, aber... Und andersrum aber auch, ich finde die BO von Funf schon ziemlich geil. Also fetzend dreist, aber geil, ganz ehrlich. Hat mir Spaß gemacht zu casten. Hätte Funf seine Musketiere da nicht in den Fight gewastet, hätte er gewonnen. Bin ich immer noch fest davon. Denke ich mir auch, weil wir haben ja gesehen, obwohl kaum Musketiere da waren, ist die Kaff echt niedrig von den Lebenspunkten her. Die haben echt ganz schön gefressen. Ja. Da hätte er halt einfach noch irgendwas hinterher gebraucht und auch seine Kundschaft nicht im Fight. Das ist schwierig. Zumindest was mich mal interessieren würde, ist, wie viel Vorbereitung da reingeflossen ist, das so zu spielen bei Megas. Ja. Weil ich denke schon, dass die sich da, ich weiß nicht, ob die im Team viel reden, das ist ja bei ECL Premier League so, dass da im Team viel gesprochen wird auch. Mhm. Ob man sich überlegt hat, wie kontert man das? Weil es war ja klar, dass es kommt ein Game. Ja. Also ich weiß, dass Funf anscheinend von seinem Teammeister im zweiten Game eine Strategie ausgeredet worden ist, aber hier hat er nochmal richtig Bacher raushängen lassen und auch Find ein geiler Versuch, aber leider nicht ganz. Hat nicht ganz gereicht. Ja, Leute, damit schmeißen wir uns zurück in den Gameplays, in den Pre-Match-Screen, wie er ja so schön heißt. Damit wir das Ergebnis hier auch noch richtig schön zeigen können, weil verdient haben sie sich auf jeden Fall. Und auch wenn es ein 3-0 war, finde ich, die Knappheit der Spiele spricht nicht für das, also wie die Spiele abgelaufen sind, ist in dem Ergebnis nicht reflektiert. Ja, also wenn Funf ein paar Mal seine Entscheidungsfindung etwas klarer gewesen wäre, hätte er auch Games gewinnen können.
Das hast du jetzt nicht gesagt. Ich würde sagen, wenn Funf nicht hier und da einfach komplett hart reingeschissen hätte, dann hätte er das auf jeden Fall haben können. Weil der Ansatz war da, die BOs waren super, nur kleine momentane Entscheidungen, die dann halt doch so empfindliche Fehler waren, dass sie das ganze Game für ihn verloren haben in mehreren Situationen. Und Megas hat es einfach verdammt solide runtergespielt. Punkt aus Ende. Ja, Megas hat mir auch irgendwie ein bisschen besser vorbereitet gewirkt auf das, was passieren wird in allen Games. Er hat mehr so gewirkt, also hat so gewirkt, als hätte er einen fixeren Plan, außer im letzten Spiel. Ich weiß nicht, wie geplant da dieser Cuff-Switch wirklich war, aber er war glorreich. Ja, finde ich auch. Ja, Leute, damit zum Schluss kein schlechtes Wort mehr über die beiden. Danke, dass sie uns das am Casten lassen, wobei 5 hat, glaube ich, keiner gefragt. Gaius hat es an uns herangetragen und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Melo, möchtest du noch abschließende Worte finden? Am besten irgendwas Beleidigendes ans Publikum, dann sind wir raus hier. Ja, noch was Beleidigendes. 5 hat richtig scheiße gespielt. Hätte man schon mal ein, zwei Games gewinnen können eigentlich. Also da wäre ich als Coach nicht zufrieden mit. Amen. Wenn das das letzte Wort zum Sonntag ist, dann lassen wir es so stehen. Wir wünschen euch alles Gute, macht es schön am Community-Kanal und wir hoffen, dass wir von den beiden in ihrer Serie da am Sunbrow-Server noch das ein oder andere Game hier casten dürfen. Aber mal schauen, ob sie uns das erlauben, nachdem wir sie gerade verbal so auseinandergenommen haben. Damit, Kinder, wir sind raus. Macht es gut, egal wo ihr seid. Und pfiat euch.